So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich weiß nicht, wie laut das ist hier im Hintergrund. Der Brunnen ist aktiv, der Brunnen auf dem Markt läuft wieder, der Brathähnelstand ist auch am Start und wir sind zurück, immer noch in diesem Feen-Event, Fee-Drachen-Event, was auch immer, illuminierende Legenden X. Denn wir haben die Aufgabe wieder mal, besiege Alo, besiege Cliff und besiege Sierra. Da einige da immer Probleme haben, habe ich mir gedacht, ich mache wieder ein extra Video dazu, wie wir Alo, Cliff und Sierra besiegen, welche Pokémon ich nehme, welche Alternativen es zu diesen Pokémon gibt. Wir werden jetzt also losgehen, werden wahrscheinlich hier das Dragonier noch fangen. Ich möchte das auch gleich mal rumdrehen, dass ihr mal seht, wie es hier aussieht, ne? Hier ist der Brathähnelstand, ne? Guckt euch den Himmel an. Und hier ist der Brunnen und das Wasser. Ist das nicht herrlich? Das heißt, ich werde jetzt erstmal losdüsen. Und ich will euch noch einen kleinen Trick zeigen, den ihr nicht nutzen könnt. Den kann nur ich nutzen. Ich gucke nämlich wieder mal auf meiner Hibu-Map nach, wo überhaupt die Rocket-Bosse sind, sodass ich da gezielt hinlaufen kann. Und ihr seht, hier unten im Park ist einiges los. Hier ist zum Beispiel ein Cliff am Gedenkstein. Hier ist ein Alo am Insektenhotel. Hier ist ein Cliff am Totholzhaufen. Und hier ist eine Sierra am Stumbling Block vor Clara Bachmann. Ich werde jetzt hier runtergehen. Meine Reihenfolge sollte eigentlich sein, erst Sierra, dann Alo, dann Cliff. Weil Cliff ist irgendwie der dickste und männlichste. Deswegen wollte ich den zum Schluss machen. Und ihr wisst, Frauen immer zuerst. Deswegen fangen wir mit Sierra an. Machen dann Alo, machen dann Cliff. Wir gehen jetzt also zum Stumbling Block. Gucken mal, ob das was wird. Nehmen dann hier oben Insektenhotel mit. Das ist total verzwickt vom Weg her, aber egal, machen wir einfach so. Cliff am Ende. So, das Gute ist, ich stehe jetzt hier mitten an der Brücke. Hinter mir ist das Theater, da wird geimpft den ganzen Tag. Haben wir noch Impfstoff dabei? Wer hat den letzten genommen? Ihr kennt das ja. Ich würde euch das ja gerne mal zeigen, wenn ich das mal rumdrehe. Das ist also hier die Brücke, ne? Da fahren die Autos drüber, da geht's ab und da ist das Impfcenter. Eigentlich ist der Stop ja viel weiter drüben, aber ich sehe da drüben keine Möglichkeit, wo ich großartig jetzt die Kamera hinstellen kann. Nein, jetzt ist Sierra wieder gegangen. Und das Gute ist, ich habe sogar 5 Rocket-Radare. Das heißt, ich muss gar keine Rüpel machen zwischendurch und kann ganz gemütlich jetzt die Rocket-Stops abgrasen. Kann hier auch mal drehen, kann da auch einfach mal den Rocket-Radar verwenden. Habe vorheriges Kampfteam in der Hyperliga. Alles klar, passt also nicht. Muss ich also wieder neu machen. Ich nehme nämlich jetzt hier einfach mal Kyogre. Lucario und ein Despotar. Ich habe mich jetzt nicht mit denen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das immer noch die gleichen hat wie die ganze Zeit, ob das jetzt wieder gewechselt hat. Ich denke mal, es hat gewechselt. Vielleicht ist es auch immer noch das gleiche. Normalerweise nehme ich ja immer einen Regirock vorne rein zum Schilde rausloggen mit Zielschuss und Steinkante, weil Zielschuss generiert sehr schnell Energie und lädt den Charge Move auf. Hält auch ein bisschen was aus und wenn dann meistens eine Steinkante kommt, ich kann 3 Stück machen, bevor das Teil tot ist, also das Regirock. Dann habe ich also 2 Schilde rausgelockt und einmal durchgezogen. Meistens haut es den Gegner auch um. Dann habe ich immer noch ein Kyogre und Despotar am Start. Kyogre mit Kaskade und Surfer, Despotar auch mit Katapult, Steinkante. In letzter Zeit ist es aber so, dass viele Pokémon auch verwendet wurden, die eine Kampfschwäche haben. Und allgemein nutzen die meistens sowieso zum Schilde rauslocken Lucario mit Konda und Steigerungshieb. Deswegen habe ich mein Regirock jetzt mal ausgetauscht und habe auch ein Lucario rein. Leute haben eher ein Lucario als ein Regirock. Ja? Und der besondere Trick hierbei ist auch noch, wenn ihr den ihr an erster Stelle haben wollt, an zweite Stelle setzt und den Kampf startet, könnt ihr direkt bei Kampfbeginn einfach auf euer Lucario wechseln. Ungefähr so. So, jetzt kommt Lucario rein. Ihr seht, ihr könnt da ein bisschen angreifen. Der Gegner kann sozusagen gar nichts machen und ist schon tot. Das hätte anders ausgesehen, wenn ich jetzt
das Lucario vorne drin gehabt hätte, weil Lucario hält auch nicht so viel aus. Das heißt, ich hätte Lucario vorne drin gehabt, ich hätte ein paar Mal angegriffen, er hätte ein paar Mal angegriffen und es hätte mir wahrscheinlich schon wieder Energie abgezogen. Ich wäre vielleicht sogar schon tot. Dadurch, dass sie aber wechselt, kann der Gegner sozusagen 3 Sekunden gar nichts machen. Ihr seht auch jetzt, wenn ich angegriffen habe, er macht auch 3 Sekunden gar nichts. Und dann kann er erst angreifen, aber dann ist mein Steigerungshieb schon wieder voll. Deswegen, Lucario ist eigentlich ein richtig heftiges Biest, wenn es um Rocket Stops geht. Was man leider jetzt hier nicht mehr von behaupten kann. Aber wir haben ja einen Kyogre dabei. Und ihr wisst, Kyogre ist Wasser, das Hippoterus ist Boden. Mit dem Kyogre sollten wir es also schaffen, das Hippoterus locker und leicht zu besiegen. Wir holen es jetzt mal rein. Theoretisch muss es nur einen Move machen, dann ist das Teil eh schon weg. Ich habe noch 2 Schilde. Egal, was es als drittes holt, Hundemon, selbst da sind wir effektiv, weil das ist Gestein und Feuer und Unlicht und Drache. Nein, das ist irgendwie so Hund, genau. Und deswegen finde ich, Kyogre ist immer eine gute Wahl im Team. Kann auch schnell angreifen, hält auch einiges aus, ist effektiv gegen viele. Ihr seht, Sierra war eigentlich kein Problem. Mit 2 Pokémon besiegt, hätte ich das Lucario sogar jetzt noch gehabt, hätte ich sogar mit Lucario gegen Hundemon sehr effektiv kämpfen können. Wir schauen einfach nur kurz rein, ob es ein Shiny ist oder nicht, denn das nehme ich dann im Fangbild mit, im Überblendungsbild. Und wie die IV sind, wie die Werte sind, gucken wir dann am Ende, wenn wir dann den letzten Boss gemacht haben. So, 11 Bälle, sieht gut aus, Pokémon retten und kein Shiny, 314. Wir fangen das, melden uns zurück, wenn wir bei Alo stehen. So, wir stehen jetzt hier mitten im Grün. Wir sind theoretisch eigentlich im Bärlauchfeld, ja. Ich erzähle keinen Spaß. Guck dir das an. Bärlauch. Noch mehr Bärlauch. Haben wir noch Bärlauch? Guck, überall Bärlauch. Deswegen, gerade im Sommer oder so, der Park riecht so heftig nach Bärlauch. Ihr dreht durch. Ihr steht übrigens hier auf dem Insektenhotel. Da können wir wenigstens mal den Stop vor Ort zeigen. Den wollte ich damals auch einreichen. Der war dann schon drin, wurde also abgelehnt als Duplikat. Als ich den fotografiert habe, war der aber noch nicht drin. Dafür am Ende des Parks gab es ein 2. Insektenhotel. Das habe ich eingereicht, das ging sogar durch. Deswegen baut euch einfach mal ein schönes Insektenhotel, da könnt ihr da mitmachen. Hier stehen wir jetzt bei Alo und hier an diesem Stop, Totholzhaufen, ihr wisst Bescheid, ist der Cliff. Wir wollen aber nicht Cliff, wir wollen Alo, deswegen drehen wir den mal hier, gehen rein und nehmen dasselbe Team wieder. Denn es ist eigentlich das Beste, was ihr haben könnt, wenn ihr einfach ein Team für alle 3 nehmt. Dann müsst ihr zwischen den Bossen nicht immer umdenken. Es schreibt uns zwar wieder das Empfohlene hin, wir machen aber wieder Kyogre, Lucario und Despota. Ihr könnt mir ja mal einen Tipp geben, wo muss ich denn bitte schön mein Team speichern? Oder wie muss ich das angeben, damit das bei den Rocket-Bossen einfach immer dasselbe Team nimmt? Jetzt werdet ihr sagen, Ramses, guck doch mal. Da ist die Fahne von einem Meisterliga-Team. Wenn du das also in der Meisterliga speicherst, dann ist das auch immer da. Problem ist, ich habe das eigentlich in der Meisterliga gespeichert und Cliff benannt, vom letzten Mal noch, aber es wird mir trotzdem nicht angezeigt. Oder wollt ihr mir sagen, das siehst, ach, das heißt Cliff, das ist Alo, dürfen wir nicht anzeigen? Glaube ich eigentlich nicht. Wir wechseln sofort wieder aufs Lucario. Und das Gute ist, Lucario ist auch wieder effektiv gegen das Tarnel. Ihr seht, der knallt hier drauf, Stahl und Kampf. Das schmeckt. Die Pokémon haben übrigens nicht gewechselt. Ja, ich will mich nochmal korrigieren, weil ich vorhin gesagt habe, ich weiß es nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Ist leider nicht so. Obwohl, was heißt leider, ist halt nicht so. Jetzt wäre es vielleicht sogar schlauer gewesen, sich den Move aufzuheben, denn wenn ich den bei dem neuen Eingewechselten mache, steht er auch erstmal 3 Sekunden still und kann gar nichts machen. Aber jetzt hat er kein Schild mehr und unser Angriff ist ja immer heftiger und wir sind sowieso jetzt over the top und eigentlich müssten wir jetzt wieder wechseln. Aber irgendwie macht es mir immer so viel Spaß, mit Lucario zu kämpfen. Das heißt, ich hau einfach weiter drauf, um euch zu zeigen, selbst wenn ihr keine Ahnung habt und einfach nur knüppelt, was da noch möglich ist. Wir holen natürlich jetzt wieder unser Kyogre rein. Gucken mal,
wir werden sicherlich ein Schild brauchen, damit er uns in Ruhe lässt. Versuchen, unseren Surfer durchzukriegen, dass der Surfer das God of War rausnimmt. So, gehen wir weg. Oh oh, 1, 2, 3 Sekunden Regel. Alter, also das God of War ist schon ein böser Gegner, sagen wir mal dazu. Und ein Xerox. Jetzt hätte ich mir auch gerne das Lucario zurückgewünscht. Weil wieder Stahlanteile oder irgendwas und dann hier Kampf und sonst was. Komm, wir wechseln mal, damit das 3 Sekunden nichts machen kann. Hauen einfach mal mit Despo da drauf. Sieht sicherer aus, als wenn wir da rumhängen und gleich tot sind. Obwohl wir auch so gleich tot sind. Das war einigermaßen knapp. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Der ganze Bildschirm wird schmierig. Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall auch tot. Wir müssen immer noch im Park vor zum Cliff. Und jetzt rennen hier die ganzen Kiddies rum, ja, Kindergarten, irgendwas hier, Stöcke in die Hand und ab dafür. Tut mir jetzt leid, geht nicht anders. Bei dem Wetter werden da die Kinder raus in den Hanfpark gezogen. Das ist verwerflich, das ist Entertainment, das finde ich sehr gut. Auf jeden Fall filme ich jetzt immer die Location kurz am Anfang, dass ihr seht, wie es hier aussieht. Und es ist wieder mal kein Shiny, wir fangen es wieder in der Überblendung und melden uns zurück, wenn wir bei Cliff stehen. So, wir stehen jetzt hier am dritten Boss. Wir sind angelangt bei Cliff und ich möchte euch auch wieder die Umgebung zeigen. Ich habe euch hier abgestellt auf so ein altes, modriges Geländer. Hier könnt ihr runtergehen, ihr könnt es aber auch lassen. Und hier hinter uns ist immer noch das Impfzentrum. Und da drüben ist immer noch der Bärlauchpark, wo die Kinder mit ihren Stöcken eine Patrouille laufen und alles umnieten, was ihnen in den Weg kommt. Und jetzt möchte ich euch ganz kurz nochmal zeigen, dass ich euch nicht angeschwindelt habe. Ich habe extra bei Team mir hier das erstellt, Kyogre, Triple R, für Rocket wahrscheinlich und Despo da. Aber trotzdem wird es halt nicht vorgeschlagen, weil es halt anderes empfiehlt und boah. Ich dachte eigentlich, das merkt sich das immer, vor allem auch das, was man zuletzt hatte. Aber vielleicht hatte ich zuletzt was anderes. Jetzt steht ja auch wieder vorheriges Kampfteam. Es merkt sich, was wir zuletzt hatten. Okay, also habt ihr hier... Ich habe doch in dieser Kombination nicht gekämpft. Wollen die mich veräppeln? Wir machen das jetzt trotzdem aber mal wieder so. Und probieren das so. Ah, jetzt habe ich es schon falsch. Kyogre. Auf 1, Lucario auf 2 und den dritten auf Despo da. Wenn das nichts wird, dann müssen wir mit Metagross kämpfen. Ihr habt gesehen, das ist der Tipp für alles. Metagross ist auch kein legendäres Pokémon, dürfte auch jeder haben, hat auch ein C-Day gehabt. Wie ist die Belichtung voll? So wäre es besser, so sieht man mich. Aber man soll mich nicht sehen, also lassen wir es lieber so. Der hat bestimmt immer noch Aero-Kack-Sprühl vorne drin. Was deswegen ja so heftig ist, ich trotzdem mal kurz Lucario nehmen wegen des Schildes und so, weil effektiver wäre, glaube ich, Kyogre, aber Lucario lädt schneller auf, Lucario hat den Wechselbonus gerade, Lucario soll einfach mal die Schilder wegmachen, damit Kyogre dann richtig durchsteigen kann. Entgegen aller Bedenken hält sich Lucario trotzdem recht gut. Ich dachte eigentlich, das ist schon längst tot. Da kriegen wir sogar vielleicht noch einen dritten Steigerungshieb durchgequetscht. Euda würde ich normalerweise sagen, wenn ich Hong wäre. Aber ich bin nicht Hong, deswegen sage ich nicht Euda, sondern sage einfach nur... Es ist gleich tot, also Lucario überrascht auf allen Ebenen. Lucario auch hier, heftig der Dude. Was ist jetzt da drin? Willi, Pflanze? Wir reißen das Unkraut einfach aus der Erde. Zack, sehr effektiv. 3-Sekunden-Regel. Hau nochmal drauf, weil du so heftig bist. Lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Hätten wir eigentlich runterfarmen können, glaube ich, und hätten den Move mitgenommen. Aber wir wollen auf Nummer sicher gehen, deswegen hauen wir hier auch nochmal drauf. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt kommt. Es ist ein Despo da und selbst da ist Kampf effektiv. Also ich glaube wirklich, Cliff ist der leichteste, obwohl der ein Aerodactyl hat. Also so besiegt ihr Cliff
Mit nur einem Lucario. Kann man auch mal machen. So besiegt ihr Cliff mit nur einem Lucario, obwohl er am Anfang ein Aerodactyl drin hat. Und viele sagen, das ist der schwerste. Aber ihr habt gesehen, wenn ihr kein Lucario habt oder nehmt, ihr könnt natürlich auch Machomai irgendwas reinpacken. Wenn ihr kein Kyogre habt, ihr könnt auch Kingler reinpacken. Mit Grabhammer ist das immer noch ein heftiger Wasserangreifer. Statt Despotar vielleicht auch Rhymeidon mit Gesteinsattacken irgendwas. Oder Rhyhorn. Da gibt es eigentlich viel Spielraum. Probier das halt mal. Wie gesagt, ein Lucario müsste jeder haben. Das gab es so oft in Events. Ihr konntet das so oft ausbrühen. Ihr habt jetzt hier das. Das versuchen wir noch fix mitzunehmen. Bewerten das diesmal auch und bewerten dann auch die zwei anderen, die wir gefangen haben. Denn dann wissen wir, ob was Gutes dabei war oder nicht. Ja, ich gehe lieber mal auf Nummer sicher. Mit einer goldenen Beere und nicht treffen. Das ist der neue Fangtrick 2012. Ich weiß, dass es 21 ist, aber man kann das ja auch mal vertauschen. Vielleicht sollte ich auch gleich rüber zum Lutz und sollte mir noch was zu essen mitnehmen. So, Aerodactyl hat schlecht, hat vor allem Angriff am meisten. Und wir haben, was sind die anderen zwei? Tarnel. Tarnel müssen wir noch bewerten. Ja, nee, das ist auch nichts. Und Kanivanya, ihr seht auf dem Weg hier, habe ich noch ein paar Dratini mitgenommen und ein paar Kindwurm zum Tauschen und so. Auch nichts, also nichts Besonderes, kein heftiges, kein Shiny, gar nichts dabei. Wir könnten hier jetzt weiter abholen, können wir mal fix machen. Dann kriegen wir natürlich hier den Super Rocket Radar. Dann müssen wir wahrscheinlich gegen Giovanni kämpfen, Giovanni finden, Giovanni suchen, Giovanni bekämpfen. Das aber in der nächsten Folge. Finde, kämpfe, besiege. Mach mal alles, kein Problem. Warum müssen wir das ja machen? Wir können das ja jetzt nicht aufheben, bis was anderes als Lavados drin ist. Wir müssen den ja jetzt hier machen, um die Forschung abzuschließen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.